Bereits zum 16. Mal hat im TechGate Vienna eine Diskussionsrunde zu einem aktuellen Thema im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Forschung stattgefunden. TalkGate nennt sich die Reihe, die dieses Mal unter dem Motto „Die Zukunft der Wirtschaft ist digital“ gestanden ist. Das TechGate Vienna, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, ist Wiens größter Wissenschafts- und Technologiepark. Ein hochkarätiges Podium hat unter anderem erörtert, inwieweit Österreich für die digitale Zukunft gerüstet ist. Da gibt es Zahlen der Europäischen Kommission, die untersucht es. Österreich ist da knapp vor dem Durchschnitt, aber weit hinter all den Ländern, mit denen wir uns gerne immer vergleichen. Finnland, Dänemark, Schweden, Niederlande. Ja. Die Digitalisierung durchdringt mittlerweile alle Lebensbereiche. Mein Sohn geht ins Gymnasium und die haben eine eigene WhatsApp-Hausübung-Gruppe gegründet. Und wenn sich wer nicht auskennt bei einer Hausübung, schickt das in die WhatsApp-Gruppe und irgendwer meldet sich dann und erklärt das dann. Somit versteht es sich von selbst, dass auch die Wirtschaft schon lange nicht mehr ohne Bits and Bytes auskommt. Und deshalb ist es für solche Länder wesentlich, sie mit der IT zu verbinden, denn wenn uns das nicht gelingen würde, dann wären wir am Ende nur noch Zulieferungsindustrie für die großen IT-Giganten, die bekanntlich nicht in Europa sitzen, sondern eben vor allem in den USA. Herausforderungen wie die Sicherung des digitalen Datenaustausches oder der Umgang mit dem digitalen Fußabdruck werden in Zukunft immer wichtiger werden. Aber das machen sie, es gibt auch auf der Straße Regeln, wann sie über die Straße gehen. Und dass es dann Zebrastrafen gibt. Und ich glaube, das ist genauso im Web. Wenn Sie sich bewegen, müssen Sie sich dessen auch bewusst sein, welche Spuren Sie hinterlassen und wie Sie mit Ihren Daten umgehen. Wohin die digitale Reise gehen wird, ist offener denn je. Weil selbst wenn ich jetzt sage, in 15 Jahren wollen wir dort sein, heißt das noch lange nicht, dass wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen können, sondern wir müssen immer Step by Step auch weitergehen. Gilt der alte Satz aus Alice im Wunderland, hier muss man schon ganz schnell laufen, um nur auf der Stelle zu bleiben. Das ist auf alle Fälle einfach ein Baustein in unserer Gesellschaft, der nicht mehr zum Wegdenken ist. Fakt ist, es bleibt spannend und ein Endpunkt in der Digitalisierung der Gesellschaft im Allgemeinen und der Wirtschaft im Speziellen ist noch lange nicht in Sicht.